Zum wiederholten Male ist im Bunker D der in Moskau geborene Künstler Wladimir Sitnikow zu Gast. In seiner Ausstellung Falten der Zeit dokumentiert der Künstler den Stillstand in Zeiten der Pandemie mittels Fotografien von Litfaßsäulen, dessen beworbene Veranstaltungen oft bereits mehrere Monate oder sogar Jahre veraltet sind. Ich zeige ein Projekt, Foto, Arbeit, eine Serie, die in Pandemiezeiten entstanden ist. Als Thema waren diese stehen gebliebene Zeiten, die man irgendwie nur als Wartezeit bezeichnen kann. Und in diese Zeiten hatte ich eben ganz viel draußen gewesen, um frische Luft zu haben. Und ich hatte auch viele Aufnahmen gemacht in der Stadt. Also besonders interessant waren diese Akzente, diese Litfaßsäulen mit vielen Plakaten, Werbung, die nicht mehr stattfanden, diese abgesagten Konzerte und Veranstaltungen, Ausstellungen. Also Kulturleben stand genauso still wie diese Zeiten. Und ich dachte, es ist ganz interessant. Diese Collage kann man nicht extra machen. Und diese Überlappungen und wilde Mischung aus verschiedenen Zeitschichten, das fand ich ganz eigenartig. Und man kann das als Dokumentation, aber auch als vollständige Komposition, die von sich allein entstanden sind, also mit Kieler Wetter als kreativster Faktor mit dabei. Also diese Windgeräusche und abgeblätterte Papiere, die hatten ganz interessante Texturen gemacht. Und es waren auch uralte Ausstellungen zu sehen. Ich wollte das festhalten. Man erinnerte, vor 2 Jahren hatte ich das schon mal besucht und solche ganz merkwürdige, nostalgische Gefühle waren auch mit dabei natürlich.